In diesem Video gehe ich mal kurz auf die Frage nach Retraumatisierungen um. In letzter Zeit bekomme ich immer wieder die Fragen, berechtigt auch und verständlich, kann ich mich mit deiner MB-Methode retraumatisieren? Ich erkläre erst überhaupt mal, was ist denn überhaupt ein Trauma? Bevor wir von Retraumatisierung sprechen, schauen wir uns erstmal überhaupt an, was ist ein Trauma? Ein Trauma entsteht, wenn ein Mensch, egal in welchem Alter, das kann jedem Menschen passieren, passiert aber eben hauptsächlich und auf jeden Fall immer in der Kindheit, wenn wir sehr verletzlich sind und eben auf Hilfe von außen angewiesen sind, kann es sein, dass Dinge passieren, die uns überfordern. In der Psychologie gibt es einen Ausdruck dafür, Wahrnehmungsschock. Wenn das, was du wahrnimmst, dich überfordert, sei es jetzt visuell, dass du was siehst, was du nicht handeln kannst, was hörst, was du nicht hören möchtest, Schrei oder was auch immer, vielleicht auch was riechst, schmeckst oder sonst was, was deine Sinne, deine fünf Sinne überfordert, dann ist diese Wahrnehmung mit den Sinnen, die du es wahrnimmst, überfordert, also geschockt. Es ist also völlig menschlich und normal, dass unsere Wahrnehmung hin und wieder oder des Öfteren geschockt, also überfordert ist und dann geschockt. Wenn man das richtig löst, das heißt, da taucht eine Energie auf, also ein Wahrnehmungsschock, das heißt, es werden Katecholamine, Stresshormone ausgeschieden, also Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol zum Beispiel. Diese Hormone überfluten den Körper und das Gehirn, das Reptilien da hinten auch, das dafür zuständig ist, für Flight and Fight. Wenn dieses Gehirn es lösen könnte, würde es kein Trauma geben. Da dieses Gehirn aber auf Flight and Fight programmiert ist, wird es entweder angreifen, fliehen oder wenn es nicht anders geht, erstarren. Und dadurch wird diese Energie, die sich aufbaut, festgehalten, eingefroren und gebunden. Und diese gebundene, eingefrorene Energie ist Trauma-Energie. Du wurdest traumatisiert, weil die Energie nicht ins Fließen kommen konnte. Leidet jemand unter einem Wahrnehmungsschock, sprich es tauchen schnell starke Energien auf, und da ist jemand, der dich dabei begleitet oder wenn du selbst kannst, der sagt, ja, ich schreie jetzt, ich schimpfe, ich fluche oder was auch immer ich gerade brauche, um dieser Energie Raum zu geben, dass sie wieder rauskommt, dann gibt es kein Trauma. Das hat man festgestellt in der Traumaforschung, zum Beispiel, wenn du mal Enten beobachtest in einem Teich oder wo auch immer und du schmeißt Brot rein, dann wollen die das natürlich. Und dann kämpfen die vielleicht auch und hacken aufeinander rum. Und die werden nie ein Trauma erleben, auch wenn sie mal wütend sind oder aggressiv werden, weil es jemand anders, jetzt eine andere Ente bekommen habe, hat, beobachte mal, die schwimmen dann kurz weg und flattern ganz heftig. Das heißt, die Tiere haben einen natürlichen Mechanismus entwickelt, um diese Energie, die dann auftaucht, Ungerechtigkeit, Wut, also das sind jetzt Beschreibungen, die wir nennen, eine Ente wird nicht sagen, das finde ich aber total uncool und ungerecht, wehe, ich kriege dich und dann kriege ich das Brot. Also sowas passiert ja nicht, die denken da nicht. Also nicht, dass wir wissen, sondern die spüren, da ist eine starke Energie, dann gehen die ein bisschen auf die Seite und flattern ganz arg, um diese Energie sofort rauszulassen. Wenn du also geschockt wirst, überfordert bist und du würdest die Energie gleich rauslassen durch Fluchen, durch Joggen, richtig schnell rennen, wenn du es kannst, um dich vielleicht sogar zu übergeben, dann bist du ja wirklich überfordert, dann ist die Energie draußen, dann wirst du nicht traumatisiert. Also um es nochmal abzukürzen, ein Trauma bedingt eine nicht gelöste, also emotional nicht gelöste Situation. Wenn du diese Gefühle in dem Moment, wo sie auftauchten, nicht zulassen konntest, hat sie dein Gehirn eingefroren mit der Idee, wenn ich diese Gefühle jetzt nicht einfriere, sterbe ich vielleicht am Apoplex als Schlaganfall oder kriege einen Herzstillstand oder einen Herzinfarkt. Das heißt, die positive Absicht dieses Mechanismus ist, dass ich möchte überleben. Indem ich angreife, dann habe ich das Gefühl, ich habe die Kontrolle, sonst bin ich ja ohnmächtig und hilflos, oder indem ich fliehe. Denn erstarren kann sein, ich werde gefressen. Also jeder Mensch wurde zuhauf traumatisiert. Die Geburt ist ein Trauma. Ob jetzt die natürliche Geburt oder ein Kaiserschnitt, ist immer ein Trauma. Es gibt immer noch Menschen, die allen Ernstes glauben, sie wurden nie traumatisiert. Also das ist ja das Dämlichste, was ich je gehört habe. Das ist Unsinn. Das ist also nicht schlimm, sondern das ist normal. Es gibt Situationen, die also abliefen, die Energie wurde eingefroren, das heißt, du bist dann traumatisiert worden. Punkt. Der Körper versucht sich ja zu schützen, indem er sagt, ich werde die Energie weiter festhalten, die darf auf keinen Fall raus, weil sonst erlebe ich das Gleiche ja nochmal, was ja nie gelöst wurde, und dann sterbe ich vielleicht dann.
Das Video ist so die Büchse der Pandora. Da wird also die Energie eingefroren. Da ist eine schutzsichere Weste drüber, also unser Schutzpanzer, ein Deckel, dass du ja nicht da dran kommst. Also jeder Mensch, der traumatisiert wurde, und das wird mir zuhauf, trägt nicht gelöste Energien in sich, weil die eingefroren wurden. Also ist die logische Konsequenz, man geht ganz vorsichtig und sanft und liebevoll da dran, um die Energie langsam aus dem System zu lassen, entlassen. Also wenn das jetzt das Traumagefäß wäre, siehst du ja, es ist jetzt halb voll. Normal ist es ja voll. Und wenn man da immer mehr Energie rauslässt, ist immer weniger Traumaenergie gebunden. Und dann bist du irgendwann, kannst du immer mehr leben, denn sonst ist es immer ein Versuch zu überleben. Denn diese gebundene Energie in dir, diese Traumaenergie, ist ja für das Gehirn tödlich. Sagt, wenn ich da dran komme, dann sterbe ich. Und das heißt also, du hast vielleicht 70-80% deiner täglichen Energie, die du für Leben, für Kreativität, für was auch immer zur Verfügung hättest, wird in Schutzschilde gebunden. Das macht Menschen auch müde, die werden chronisch müde, auch krank, weil das Gehirn sagt, ich muss jetzt unbedingt Leibwächter oder Wachen abstellen, dass da keiner das triggert, also auf die Wunde drückt. Das ist deine Energie. Von dieser Lebensenergie, die du haben könntest, um Spaß zu haben, um kreativ zu sein, um Freude zu erleben, ist mit Sicherheit 70-80%, wahrscheinlich auch mehr, bei normalen Menschen abgestellt worden, um dich vor der Verletzung zu schützen. Dass du eben nicht nochmal aufs Trauma, dass nicht nochmal draufgedrückt wird, also du nicht nochmal retraumatisiert wirst. Das ist der Sinn eines Schutzmechanismus. Das ist auch der Sinn hier, ich habe jetzt irgendwo ja eine Verletzung oder auch da, habe mich jetzt beim Arbeiten irgendwie halt verletzt. Und wenn jetzt so eine Verletzung da ist, macht man in der Regel ein Pflaster drauf oder schützt es eben, dass da keiner aus Versehen drankommt oder dass ich da dran fasse. Das ist der Sinn eines Pflasters oder, wenn es ein Stärker wäre, eines Gipsverbandes, dass wenn ich jetzt da drauf fasse, nichts passiert. Es nützt aber nichts, wenn ich das mein Leben lang zukleben würde. Es nützt auch nichts, wenn ich jemandem sage, pass auf, fass da lieber nicht drauf. Das macht Sinn, wenn ich nicht möchte, dass jemand auf die Wunde fasst, klar. Aber meine innere emotionale Wunde, immer zu sagen, bleib bloß weg, erinnere mich nicht an meine letzte Beziehung oder sprich mich nicht komisch an, dass ich nicht in Ordnung wäre, weil dann wird meine traumatische Energie meines inneren Kindes hochgeholt, das ist ja Unsinn. Das machen aber nur 100% der Menschen, unbewusst. Dass sie glauben, wenn sie irgendwas triggert, ist der andere schuld. Weil man diese Traumaenergie eben schützen möchte und denkt, wenn mich jetzt jemand triggert und ich mich schlecht fühle, ja, dann könnte ich vielleicht sterben. Das ist Unsinn. Du kannst dich nicht ewig schützen. Das wird dich schwer krank machen oder auch umbringen. Also, wir tragen alle Traumaenergie in uns. Wir haben alle Schutzmechanismen. Wir wollen alle normalerweise eben, das läuft ja unbewusst, ab, nicht, dass jemand da drauf drückt, dass uns jemand triggert, dass uns jemand verletzt. Habe ich zuhauf Videos drüber gemacht. Über das innere Kind gibt es ganz viele Videos. Also es gibt über 130 Videos auf meinem Kanal, falls du hier neu bist, die das alles viel natürlich ausführlicher und tiefer beschreiben. Ich wollte jetzt von der Retraumatisierung sprechen, nicht von dem Trauma. Ich habe es aber als kurz erklärt, dass du es auch, wenn du meinen Kanal kennst, nochmal abrufen kannst, kannst sagen, ja, stimmt. Ein Trauma bedingt, ich habe Energien mir eingefroren, die mir das Gefühl als Kind oder auch als Erwachsener gegeben haben, ich kann das gerade nicht aus, weil ich werde sterben. Und das Trauma wird halt nicht gelöst. Im Gegenteil, es wird immer schlimmer, weil der Körper Energien bereithält, um dich davor zu schützen. Das ist aber deine Lebensenergie. So, jetzt fragen natürlich Leute und sagen, Michael, wenn ich jetzt deine EMB-Methode mache und ich widme mich dem Schmerz, auch da gibt es genügend Videos, wie man das macht, auch Video über Gefühle fühlen und so, wenn ich da auf die Wunde drücke, sozusagen mein inneres Kind wieder hochhole, dann drücke ich doch auf eine Wunde, auf das Trauma, dann retraumatisiere ich es doch. Dann sage ich so gesehen erstmal ja, denn wenn du da drauf drückst auf dieses Trauma, dann drückst du ja, es ist zwar immer da, die Energie, aber dann drückst du nochmal da drauf und dann kommt ja diese Angst wirklich hoch. Das heißt, in dem Moment retraumatisierst du es erstmal, ja, du kommst an das Trauma dran, ja, Punkt. Wenn dann Leute sagen, dann soll ich das nicht machen, sage ich, stopp, ich war noch nicht fertig mit erklären. Ja, aber dann kann ich das doch nicht machen, ich bin doch nicht blöd und retraumatisiere mich. Dann sage ich, stopp, das wollte ich doch gerade erklären. Gib mir einen Moment, ich erkläre es dir. Ich verstehe deine Frage, ist total intelligent, gefällt mir, aber du hast es noch nicht zu Ende gedacht. Dann sage ich immer, weißt du, es ist total gut und verantwortungsbewusster, nicht einfach auf eine Wunde zu drücken. Das ist doch Unsinn, das sowas zu machen. Du schaffst es eh nicht, weil dein Körper dich erstmal schützt. Du musst ja lernen. Es macht ja keinen Sinn, hier dir ins Auge zu fassen, wenn du weißt, es tut weh, das macht keinen Sinn. Das ist richtig. Jetzt möchte ich dir aber sagen, wenn du verstanden hast, was ich sage, dass du in dir ein schwer verletztes inneres Kind trägst, das auf einer Endlosschleife in deinem Körper lebt, eingefroren in Raum und Zeit,
dein Ego Angst hat, dass jemand auf die Wunde drückt, weil dann fühlst du dich wieder wie ein kleines Kind, ohnmächtig und hilflos. Dann musst du dir aber eins klar machen. Wenn du dieses Kind aus deiner Festung in dir, hinter deinem Schutzpanzer, nicht rausholst, wird es sterben. Und dann zieht es dich mit, dann stirbst du auch. Also macht es doch keinen Sinn, das zu leugnen. Ja, aber, stopp, ich war noch nicht fertig. Ich sage, weißt du was? Du retraumatisierst es jeden Tag, vielleicht hunderte von Mal. Wieso? Ich mache doch deine Methode gar nicht. Ich sage, stopp, darum geht es nicht. Wenn irgendetwas dich heute zum Beispiel stört, egal was, Strafzettel bekommt, der Nachbar nervt oder irgendwas passt ja nicht, dann fühlst du dich genervt, weil da draußen Partner, Partnerin oder irgendjemand dich mobbt, dich disst oder was auch immer. Dann sagst du, da draußen ist was, das müssen wir klären, da müssen wir reden, das ist nichts, das will ich nicht. In dem Moment, wo du dann nicht kapierst, dass wenn dich da draußen, oder wenn es eigene Gedanken sind, in dir oder da draußen etwas nervt, bist du nie genervt über das, was da draußen passiert oder was du selbst gerade gedacht hast, sondern du bist nur genervt, weil Gefühle aus deiner Vergangenheit auftauchen, sprich dein inneres Kind, dein Trauma auftaucht. Und was machst du dann? Du nimmst dein Handy in die Hand, um irgendwas zu chatten, um dich abzulenken. Du quatschst mit irgendjemand darüber, was hätte nicht passieren dürfen und was besser gewesen wäre. Du machst Sport oder irgendeinen anderen Mist, um das nicht zu fühlen. Das heißt, wann auch immer dich irgendwas stört und du nicht sofort sagst, super, dass es mir gerade nicht gut geht, das möchte ich fühlen, denn jetzt ist mein inneres Kind aufgetaucht, wirst du das, was ein normaler Mensch halt immer macht, wenn er es nicht schnallt, irgendwas machen, um das nicht zu fühlen. Das heißt, dein inneres Kind wird getriggert, das Trauma kommt hoch und das Trauma besteht nicht darin, dass ihm auf eine Wunde drückt. Das Trauma besteht darin, dass du in diesem Moment für dein inneres Kind nicht da bist. Das heißt, du, wenn dir das auch passiert, dass dich irgendwas stört und du darüber nachdenkst, dann bist du im Kopf anstatt im Körper, wo das Kind sitzt, dann wirst du es retraumatisieren. Denn das Trauma besteht nicht darin, dass jemand auf eine Wunde drückt, sondern das Trauma besteht darin und das Retrauma, dass du jetzt nicht da bist. Also mach dir keine Sorgen, dass du mit meiner Methode das retraumatisieren könntest, wirst du ganz sicher nicht, das erkläre ich gleich warum, sondern mach dir eher Sorgen darüber, dass du jeden Tag sicherlich unwissentlich und nicht gewollt, die ständig selbst retraumatisierst, indem du die Gefühle, die auftauchen, nicht als Geschenk annehmen kannst. Denn wenn dich deine Partnerin oder Partner blöd anmacht, dann wirst du dagegen gehen. Anstatt zu sagen, super, du hast mich blöd angemacht, das hat in mir ein Gefühl ausgelöst, ich weiß, das ist mein inneres Kind, das fühle ich jetzt. Denn dann weißt du, deine Partnerin hat auf eine Wunde gedrückt, du schaust in den Spiegel, dein inneres Kind, dein Trauma taucht auf und jetzt öffnest du dich dafür und widmest dich diesem Gefühl. Dann findet keine Retraumatisierung statt, im Gegenteil. Denn dann hast du die Verantwortung für diese Hilflosigkeit und Ohnmacht übernommen. Und dann führt es nicht nur zu keiner Retraumatisierung, sondern es führt zu Heilung, weil du jetzt da bist. Sonst kommen wir zu meiner Methode. Wenn ich sage, setz dich hin, denk an was Negatives, hol also was Negatives hoch, dann drücke ich, also du, wenn du es machst, auf eine Wunde, dass dieser Schmerz, das Trauma auftauchen kann. Und es wird deshalb zu keiner Retraumatisierung. Ich drücke nur auf ein Trauma, auf eine Wunde. Aber ich drücke nicht auf eine Retraumatisierung, denn die Traumatisierung bestand damals daraus, dass ich allein war. Wenn ich jetzt die Wunde triggere und jetzt da bin, dann entsteht kein Retrauma, weil ich bin doch jetzt da. Dann entsteht Heilung. Wenn du meine Methode anwendest, allerdings auf die Wunde drückst und dann die ganze Zeit im Kopf bist und sagst, nee, ist mir doch zu anstrengend, ja, dann wird es eine Retraumatisierung. Hast du auf eine Wunde gedrückt, das Kind hochgeholt und anstatt ihm zu zeigen, dass es vorbei ist und dass es total schön ist, hast du es alleine gelassen. Ja, das ist eine Retraumatisierung, ja. Wenn du dich aber hinsetzt, bewusst auf die Wunde drückst, um dieses Trauma zu triggern, dass es in Schwingung kommt, dann gehst du dahin, willst diese Energie fühlen, um sie in Schwingung zu bringen, dass du sie aus dem Gefäß entlässt, dass es vorbei ist. Das ist der Sinn meiner Methode. Das heißt, wenn du dich hinsetzt oder hinlegst und absichtlich negative Gedanken hast, um den Schmerz zu triggern, dann machst du es, um an diese Wunde zu kommen und eben dieses Mal einen anderen Ausgang herzustellen, nämlich dass du da bist, stellvertretend für deine Eltern oder wer auch immer hätte da sein müssen, als sie nicht da waren und du getraumatisiert wurdest, dann ist es vorbei. Und wenn du das immer wieder machst, kommen die ganzen Tränen, die Wut, die Angst raus, dann brauchst du weniger Schutzmechanismen, dass du mehr Energie zum Leben übrig, anstatt zum Überleben. Also,
Du kannst dich nicht selbst retraumatisieren, wenn du meine Methode machst, ganz im Gegenteil. Du kannst dich aber ständig retraumatisieren, wenn du dich mit deiner Freundin oder mit deinem Freund über dein Problem unterhältst. Das ist Retraumatisierung. Das ist so das Dämlichste, was man machen kann. Nimm mal an, du bist ein Mann, deine Freundin hat dich verletzt oder verraten oder deine Frau und dein Mann, das ist doch egal. Und dann gehst du zu deinem Freund und deiner Freundin sagt, oh, weißt du wieder, was passiert ist? Das ist mal dämlich. Dann redest du über ein inneres Kind, über das du auch noch sprichst und sagst, meine Freundin hat mich blöd angeguckt oder verlassen oder mein Freund. Dann redest du über einen Schmerz, für den du allein verantwortlich bist, denn du hast ihn ja immer noch in dir nicht gelöst. Und dann retraumatisierst du es, weil du dieses Kind vorführst und sagst, ja, meine Freundin ist doof und die ist schuld, anstatt zu sagen, naja, die hat auf eine Wunde gedrückt und das nehme ich jetzt an. Dann bin ich ja dankbar, dass sie narzisstisch war, mich gedisst hat oder was auch immer. Denn die hat auf eine Wunde gedrückt, die hat mich verlassen und jetzt kommt meine Verlassensangst hoch, jetzt löse ich das und dann bin ich letztendlich, kann ich meiner Partnerin oder meinem Partner oder zukünftigen Ex-Partner, wie auch immer, dankbar sein, weil ich es geschnallt habe. Dann nutze ich die Lektion zur Heilung. Wenn du also emotional beteiligt bist, wenn du merkst, da kommen Gefühle hoch und du machst nicht sofort so, um sie zu fühlen, dann hast du nichts kapiert. Das wird im ersten Moment passieren, weil es geht sehr schnell. Weil dann wirst du die Gefühle nicht fühlen, weil du drüber nachdenkst, drüber quatscht oder womöglich auch noch andere verurteilst oder auch dich selbst fertig machst, ist ja egal. Also ich kann dir ganz klar sagen, wann immer du negative Gefühle in dir hast und die sie nicht sofort fühlst, retraumatisierst du dieses innere Kind und dich. Du machst es also jedes Mal, wenn du die Verantwortung für deine Gefühle, dafür bist nur du verantwortlich, niemand anderes kann in dir Gefühle auslösen, die nicht schon da waren. Und egal, wer sie ursprünglich kausal betrachtet, etabliert hat, seien es die Eltern oder wie auch immer, egal, die konnten es nicht besser, egal was passiert ist, du bist, wenn du 18 oder aufwärts bist, dafür verantwortlich. Also wenn du deinem Hirn weiter erlaubst, Bücher zu lesen, anstatt dich zu fühlen, also wenn du damit ablenken willst, Fernsehen zu gucken, anstatt dich zu fühlen, falls du es nutzt als Droge, um abzulenken. Sport machst, um nicht zu wissen, dass du nur Sport machst, damit du dein scheiß Gefühl los wirst, dann hast du es nicht geschnallt. Das ist Retraumatisierung. Egal, wer dich jemals traumatisiert hat, du weißt es jetzt, dass nur du dich durch Unwissenheit ständig retraumatisierst. Du weißt jetzt auch, dass du das Trauma lösen kannst, indem du entweder, wenn dich jemand vermeintlich verletzt, es wird dich niemand verletzen, deine Vergangenheit verletzt dich. Wenn du es also nicht als Geschenk annehmen kannst, und es braucht natürlich ein paar Sekunden, Minuten, im ersten Mal macht das Kind, den knall ich ab, anstatt zu sagen, stopp, das kann jetzt aber nicht sein, dass jemand so viel Macht über mich hat und ich der Ohnmacht ausgeliefert bin, das muss ich jetzt endlich mal lösen. Wenn du das also nicht machst, retraumatisierst du dich. Wenn du die Gefühle ernst nimmst, egal ob du es jetzt schaffst oder wenn du dich dann doch geärgert hast, eine Stunde oder einen Tag später erst einfällt, haben jetzt gestern über mich oder meine Freundin oder meinen Freund aufgeregt, schade, da konnte ich es nicht gleich fühlen, ja und, da war es ein Tag später. Wenn du sagst, aber Michael, das war gestern, jetzt habe ich uns 24 Stunden aufgeregt, das, was gestern war, ist ja auch schon 50 Jahre her, wenn du 50 bist oder 30 Jahre, wenn du 30 bist, das kommt ja in der Schwangerschaft meist auch vor und während der Geburt, also man wird ständig traumatisiert. Also, Retraumatisierung ist nur dann möglich, wenn du unbewusst bist und dich nicht fühlst. Dann retraumatisierst du es allerdings ständig. Wenn du dich aber dem Schmerz widmest, bewusst an das Gefühl drangehst, an das Ursprungstrauma, mit einem anderen Ausgang, also Dasein, heilst du es. Du kannst nichts heilen, was nicht da ist. Wenn du sagst, nein, ich mache deine Methode lieber nicht, ich möchte nicht diese Gefühle fühlen. Hallo? Wenn du die Gefühle nicht hochholst, den Schmerz, deine Trauma, um da zu sein, ja, wie willst du bitte dem Körper zeigen, dass es vorbei ist, wenn du ihn nicht herholst mit dem Schmerz und ihm beweist, dass es vorbei ist, weil du da bist? Weil du sagst, oh, nee, ich meditiere lieber, ich lese ein paar Bücher oder ich mache irgendeinen anderen Hokuspokus. Ah, das muss ja nicht so schmerzhaft sein. Das geht nicht, das ist Unsinn. Du musst deinem Körper beweisen, dass es anders ist wie damals. Und er hat nicht gelitten darunter, dass er sich wohlgefühlt hat, sondern dass er in eine traumatische Situation geraten ist, durch den Wahrnehmungsschock, Energie nicht handeln konnte, Energien einfrieren musste, anstatt sie rauszulassen. Also musst du zum Ausgang zurück, auf die Wunde drücken, zu deinem tiefsten Schmerz, natürlich langsam, immer wieder, bis du da dran kommst oder tiefer kommst, und dieses Mal zeigen, es tut eben dieses Mal nicht weh, weil ich bin da und ich werde ab sofort immer da sein. Und da wirst du ganz schnell merken, dass es wahnsinnig schön ist, sowas zu machen. Schmerzhaft wird es nur,
wenn du nicht kapierst, dass wenn du es nicht machst, doch nur machst, weil du Angst davor hast, da dran zu kommen, sprich, weil du dich mit der Angst vor der eigentlichen Angst schon blöffen lässt. Weil du sagst, nee, ich mache das lieber nicht, das wird mir zu heftig. Und ich merke, Moment mal, ich habe es noch gar nicht gemacht. Ich mache es deswegen noch nicht, weil ich jetzt schon Angst habe, dass ich in die Angst komme. Ich falle jetzt schon auf die Angst vor der Angst rein, nehme die schon mal nicht ernst, dann komme ich natürlich auch nicht tiefer. Also du kommst nicht drum rum. Du kannst noch so ein Hokuspokus oder Firlefanz machen, was viele machen, in der Hoffnung, du musst deine Gefühle nicht fühlen. Das ist Unsinn, da wirst du schwer krank und dran sterben. Also mach dir klar, du musst dein Trauma lösen. Und es muss aber auch nicht unbedingt immer so schmerzhaft sein und wehtun. Der Widerstand und die Angst davor, also die Angst vor der Angst, das ist der große Bluff. Ich habe auch Videos gemacht, zwei Stück mit dem Titel Die Büchse der Pandora, Teil 1 und 2. Da zeige ich, wie es ist, wenn man die Büchse öffnet. Also guck dir diese Videos an, weil ich werde es nicht so weit ausholen. Also schau dir alle meine Videos an, dann verstehst du, was ich meine. Das heißt also, du kannst dich nur dann retraumatisieren, wenn du nicht blickst, was hier läuft. Das machst du jeden Tag zuhauf. Wenn du bewusst da reingehst, wirst du dich nicht nur nicht retraumatisieren, sondern wirst einen heiligen, schönen Moment herstellen, der durchaus emotional sehr stark sein kann. Aber nicht, weil es stark ist, sondern weil dein Gehirn sich dagegen wehrt, Widerstand da ist und ein Kampf da ist und so weiter. Das ist das, was es anstrengend macht. Denn ein inneres Kind hochzuholen, in den Arm zu nehmen, es weinen zu lassen, ist doch nicht anstrengend. Oder glaubst du allen Ernstes, wenn du ins Kinderzimmer gehst, ein Kind aus der Wiege nimmst und es weinen lässt, weil es gerade die Zuneigung braucht und die Sicherheit, dass es anstrengend ist, wenn das Kind 100 Kilo wiegt, ja, dann nimmst du halt nicht hoch, sondern hol dir eine Sackkarre oder eine Schubkarre und legst dort rein, wenn du es durch die Gegend karren möchtest und so schwer ist. Aber ein Säugling ist normalerweise nicht so schwer, überhaupt nicht. Ist also überhaupt nicht schwer, einem Menschen, deinem Partner, deiner Partnerin, wenn sie an Traumaenergien kommt oder sich traurig fühlt, den Arm zu nehmen und Halt zu bieten. Das ist doch nicht schwer. Es sei denn, du machst es nicht, weil du sagst, nee, mit der Energie kann ich nicht umgehen. Ja, warum? Weil du deine eigene nicht gelöst hast. Es heißt also, für ein anderes Wesen, in dem Fall für dein inneres Kind, da zu sein, ist in keinster Weise anstrengend oder schwer, wenn du weißt, was du tust. Und dazu dient meine Methode. Wenn du nicht weißt, was du tust, diesen Energien ohne Technik und ohne Wissen drangehst, ja, dann wirst du da reingezogen, dann fühlst du dich wie ein kleines Kind. Dann ist es natürlich ein Albtraum, das ist Todesangst. Aber das ist dann halt auch dumm gelaufen, weil du es falsch machst. Gut, also nochmal ganz klar, du kannst dich mit meiner Methode nicht nur nicht retraumatisieren, ganz im Gegenteil. Und mach dir klar, wenn du es nicht machst, wirst du dich jeden Tag zuhauf traumatisieren. Da wirst du depressiv, Burnout kriegen, CFS, egal was du kriegen wirst, Krebs, alles Mögliche an Krankheiten werden auftauchen können, wenn du dich gegen dich und das Leben wehrst. Weil das ist das, was krank macht. Es gibt keine anderen Formen von Krankheiten. Es ist immer nur seelisch, psychisch, aufgrund von Unwissenheit, Unbewusstheit und Widerstand gegen das, was da ist. Okay, also, ich hoffe, es hilft dir. Bis zum nächsten Video. Dein Michael.